Hallo Freunde, willkommen zurück auf der Map Ravensberg. Ich habe jetzt mal einen Tag vorgespult. Die Käsefabrik ist leer von Milch, aber wir werden jetzt den Rest Käse verkaufen. Und dann erst von dieser Käsefabrik trennen und die Butterfabrik ersetzen. So ist es geplant. Schauen wir mal, was möglich ist. Muss mir natürlich dann auch um die Tiere noch kümmern. Ich habe ja vorgespult, so ich. Brauche das mal eben, weil ich ja mich auch um Autodrive kümmern muss. Das machen wir jetzt erstes. Wir hauen die. Ich kann die Kurse da nicht rausholen, weil die von hinten auch noch kommen. Das ist das, worauf man achten muss, ja. Also der wird doppelt benutzt, der fliegt raus. Was meine Maus? Ich muss natürlich weg, weil ich werde einen neuen Kurs anlegen müssen. Auch Milch anfahren und Butter abholen, nur der Bau wird anders aussehen als dieser jetzt. Da ist natürlich klar, dass ich den neu machen muss. So, das haben wir jetzt. Dann schieben wir den mal an die Seite. Den mal eben weg. Und dann haben wir doch unseren Halt, verkaufen Cheese Factory. Weg damit. Verkaufen, ja, hinweg. Okay, wurde verkauft. Schönes großes Plätzchen. Und jetzt müssen wir gucken, wo ich die Butterfabrik finde. Da ist es schon, Butterfabrik. Butter Factory. So, wir haben hier unten etwas zum. Da wird scheinbar abgeholt. Na, wo ist der Trigger zum Bringen? Da. Das heißt, ideal wäre so. Das müsste gerade sein. Da ist auch abholen. Wieso ist da abholen und da abholen? Schon seltsam. Komme ich da in den Verkauf rein? Noch nicht, also. Das ist jetzt, Entschuldigung, das war Briefumschlag runtergeweht. Meine Butterfabrik. Hier kommt die Milch hin.
Habe ich jetzt nicht gedacht. Ich habe jetzt gedacht, dass da dass die Milch hier abgegeben wird. Ach, da ist gar kein. Da ist Abholung. Okay. Produktion Rohstoff, Butter, das andere die Milch sein. Es ist ein Riesengebäude. Da Bäume drumrum. Keine Ahnung warum. Reingehen kann man ja scheinbar nicht. Das heißt, als erstes, ich sollte den Trecker an die Seite fahren. Ich kann mal den Kurs schon mal fahren zum Palettenabholen. Mal nur gucken, ob der irgendwo beißt, der Kurs mit der Fabrik. Aber ich meine, die wäre kleiner. Also sie ist kleiner als die andere und da stört kein Kurs, okay. Das heißt auf Deutsch, ich komme von hier. Man braucht nur dahin zu fahren. Gleich hier. Butterfabrik abholen. Da ist was falsch, weil ich kann die ja, die ist ja nicht flüssig. Ich muss also da wieder rüber. So. Kriege ich den natürlich nicht ganz darunter. Das sind Produktionen. Ziehen wir die da. So. Nein. Abholen. Butterfabrik abholen. Dann fahren wir da mal dahin. Ob du das auch machst? Also den rechtsrum mag er nicht. Kriegt er keine Verbindung? Aber der ist kein Problem mit, dass er außenrum fährt. Als nächstes holen wir uns unseren Milchwagen, weil der ist auch voll. Vorne steht schon ein paar Paletten Zucker.
Container mehr lasse. Der funktioniert auch hervorragend. So, ihn mal. Ja, steht's doch gut. Kann Motor ausmachen. Dich kann ich eigentlich fahren lassen hier. Der soll Gülle kaufen. Wo ist mein... Da, du bist voll. So, denn also ich käme jetzt alleine ja nicht um die Ecke, weil da ein Traktor steht. Also im Kind das Ziel ja noch gar nicht. Da ist, habe ich was gesehen, ein Überbleibsel, was haben wir da noch? Das kann man rausschmeißen. Die hat keine Verbindung. So. Du kommst mit dem hier an. Und da haben wir ein Problem. Da haben wir ein Problem. Also der kommt weg, der kommt weg, der kommt weg, der kommt weg. Und da kommen noch ein paar weg. Kommt den aber auch weg. Ach, nicht ausmachen. So, wir ziehen den darüber und machen den da fest. Und dann hauen wir die drei da raus. So. Und da legen wir neu an. Ich muss gerade an der Hauswand vorbeikommen, dass der mir vielleicht irgendwo sagt, kannst hier verkaufen. So. Butterfabrik Milch Abgabe. Dann machen wir das mal. Wieso machst du das nicht weiter? Jetzt sag nicht, die ist schon voll. Dass ja nicht so viel reinpasst. Das ist nicht viel. Ich brauche also noch ein Milchlager hier. So viel kann ich gar nicht verarbeiten. Das heißt, daran gehen wir los. Das heißt, der muss dann hier verkaufen. Das ist nicht viel Butter.
Ich nicht jetzt noch nicht. Ah, du kommst jetzt nicht um die Tür. Ja, klar. So, probieren wir es mal aus. Da muss ich noch ein bisschen Gras sehen wieder. So, dann probieren wir mal aus, ob das jetzt alles funktioniert. Der fährt hier unten. Können das ja mal eben machen. Wir brauchen das hier nicht. Da schauen wir mal, Gras finden. Kleiner machen. So, sieht jetzt doch schon alles wieder besser aus. Hier staut es sich. Aber ich Stau mal auflösen. Gucken, wer zuerst darf. Kommst du an mir vorbei? Dann kümmern wir uns mal eben um den Mist, damit der Milchwagen wieder raus kann. Wenn er sich nicht wieder aufhängt vorne am Tor. Das Dauerproblem. Nee, er kommt. Er schafft's wirklich. So, lässt du mich jetzt wenigstens noch das Ding dahin stellen? Das wäre nett von dir. Dann kannst du mir folgen. Wenn du magst.
Also ich kann es mir nicht vorstellen, ohne Autodrive zu arbeiten. Denn je größer der Hof wird, umso mehr Arbeit anfällt, die gleichzeitig gemacht werden muss eigentlich. Und immer jeder Landwirt in dem Fall stellt Leute ein, die ihm helfen. Weil das kann ja keiner alleine schaffen. Da wird Butter produziert. Es gibt die erste Butter, da bin ich etwas zu weit vorbei. Die Augen auf der Straße, Junge. So, das mal raus. So, meine Mutter aus. Ah ne, er muss ja weg. Ach, du musst ja weg, weil du verkaufst eigentlich hin. Kommen da schon? Holen. Und ich schau mal, wo mein Milchwagen bleibt. Wo sind wir denn? Da kommt mein Milchwagen. Wie schnell verarbeitet er jetzt eigentlich die Milch? Langsam, das ist immer noch voll. Okay, also muss das jetzt verkaufen gehen. Schade, dass man dir das nicht sagen kann. Fahr dahin, bis voll ist und den Rest verkauft, dann wäre noch idealer, wenn man es verbinden könnte. Immer erst Butterfabrik ist voll, wegfahren. Ach, du kannst da auch verkaufen, das geht nur hinten. Ja, umso besser. Gut, dann bleib dabei. Also, wir können mit einem Erfolg diese Folge beenden. Das ist auch schön. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es macht weiterhin Spaß. Lasst ein Däumchen da, haut auf die Glocke, bleibt mir gewogen. Und was weiß ich noch alles. Bleibt gesund auf jeden Fall, das ist das Wichtigste. Bis zum nächsten Mal, macht's gut.